Was geht ab, YouTube? Mein Name ist Marvin und ich begrüße euch zu einer neuen Musikreview. Man kann Dreams wohl ohne Zweifel als das am meisten erwartetste Deutschrap-Album des Jahres bezeichnen. An Shindys Hype kommen momentan nicht mal Casey Rebel, Sido oder Kollega ran, die auch alle noch mit neuem Output in den Startlöchern stehen. Ob Dreams den immensen Erwartungen standhalten kann, erfahrt ihr genau jetzt. Viel Spaß dabei, meine Freunde. Das Album steigt ein mit dem Opener Kudamm Ecke Kneseberg, in dem Shindy erneut seine eindrucksvollen Sample-Skills unter Beweis stellt. Der Beat hört sich an wie aus mindestens drei verschiedenen Sample-Quellen zusammengebastelt, davon wird mindestens eine rückwärts abgespielt. Der rollende Bass und die knallenden Drums runden den sehr freshen Beat perfekt ab, ehe Shindy dann mit der Autotune-Hook einsetzt. Ich hatte in meiner Review zu Alis Rumble in the Jungle ja schon gemeint, dass ich Shindys Autotune bei seinem Feature-Part auf Sex ohne Grund extrem gefeiert habe. Somit stört mich Autotune auch hier überhaupt nicht, solange es nicht überstrapaziert wird. Family First klingt vom Beat her sehr nach Shindys Debütalbum N.W.A., seinen Flow hier kann man aber definitiv nicht mit Shindys früheren Werken vergleichen. Ich finde es mutig und lobenswert, dass sich Shindy hier an etwas Neuem probiert, aber meiner Meinung nach geht das eher in die falsche Richtung. Diese abgehackten ersten Halbsätze, die Shindy da in den Strophen teilweise vor sich hinstottert, haben mir leider gar nicht zugesagt. Dazu erschließt sich mir nicht, warum der Track Family First heißt, obwohl Shindy hier ausschließlich von seinem verschwenderischen Lebensstil erzählt. Oder bezeichnet er etwa Coco War, Angus Steaks und Präsidenten Suites als seine Family? Man weiß es nicht. Weiter geht's mit der ersten Single-Auskopplung Rolly. Ich habe schon nach dem Release des Tracks absolut nicht verstanden, warum alle so krass geflasht sind. Klar ist der Song eine solide Nummer und der Beat von OZ oder OZ, wie ihn der gute deutsche Michael Schindler gerne nennt, ist eine absolute Granate. Aber da haben wir dieses Jahr schon etliche bessere Songs gehört, die weniger gehypt wurden. Halleluja dürfte ein Song sein, der die Hörer definitiv auf eine erste Probe stellen wird. Aufgrund des omnipräsenten Autotunes kann ich mir vorstellen, dass die Meinungen hier sehr gespalten sein werden. Fest steht aber, dass das Teil produktionstechnisch absoluter Next-Level-Shit ist, der so nah an den aktuellen Ami-Sound von Future und Co. herankommt, wie es kaum ein anderer Deutschrap-Song zuvor geschafft hat. Passend zum Vibe des Klangbildes gibt es lyrisch teils sehr witzige Lines, die sich fast alle um Sex drehen und dazu noch extrem geil gereimt sind. Sie sagt, ihr Mann ist zum Training gegangen, ich sag, ihr trommel die Mädels zusammen, sie schreibt ihm, Schatz, ich hab wenig Empfang, lass das Telefon aus und den Ehering an. Dreams war die zweite Single-Auskopplung und wird unterlegt mit einem dieser unverkennbaren Shindy-Beats aus der Kategorie nachdenklich und selbstreflektierend. Ein sehr runder und angenehmer Song, dessen Hook von Nico Santos veredelt wird, der auch schon die Sex ohne Grund-Hook gesungen hat. Auf Heartbreak Hotel gibt es dann wieder die volle Ladung Autotune. Mit ordentlich Schmackes wird da an Shindys Stimme rumgedreht und rumgeleiert, bis es wirklich einfach nur noch scheußlich klingt. Der Beat ist ziemlich chillig, textlich gibt's allerdings einiges zu meckern. Vor allem folgende Line fand ich richtig peinlich. Bitch, du nennst mich allen Ernstes Michael? Nicht mal meine Mutter nennt mich Michael. Shindys Mutter nennt ihn also Shindy oder was? Na hoffentlich ist das bei Medikamenten Manfred und Hustensaft Jüngling nicht auch der Fall. Auf Art of War finden wir dann das erste von zwei Bushido Features. Umso mehr produziert man sich bei Shindys Arbeit natürlich irgendwann gewisse Muster bemerkbar. Bei Bushido Features muss es anscheinend fast immer ein schiefes, düsteres Piano-Sample sein, welches das Grundgerüst für den Beat darstellt. So geschehen unter anderem bei Bang Bang auf Fuck Bitches Get Money, Best Friends auf Rumble in the Jungle und nun auch hier bei Art of War. Klares Highlight ist Bushidos Part, der hier wieder mal alles rasiert und mit messerscharfen Lines um die Ecke kommt, die darüber hinaus noch sehr kreativ gereimt sind. Du bist Clark Kent, Bruce Wayne, Bruce Banner. Arafat am Handy, du bist bleich wie Blutspender. Musst dich in der Stadt verstecken wie ein Schulschwänzer. Alles Instagram, Wannabe, Models, Zuländer. Connections bis in alle Bundesländer. EGJ, wir sind immer noch die Hundefänger. Auf Me, Myself and I rappt Shindy über seinen Alltag während der Albumentstehungsphase. Der Song dümpelt eher unspektakulär vor sich hin und bleibt nicht wirklich im Gedächtnis. Player Hater vereint das Sex ohne Grund Team bestehend aus Shindy, Ali Boumaier und Nico Santos erneut, nur leider kommt der Track nicht im entferntesten an den extrem freshen Sommerhit heran. Triftigster Grund dafür dürfte der nervige Teletubby Beat sein, der mir überhaupt nicht zugesagt hat.
Einen Tag vor Release gab es dann noch ein Video zu Statements, dem zweiten Bushido-Feature, welches vom Sound her definitiv an Fuck Bitches Get Money erinnert, wofür natürlich die prägnanten Trompeten sorgen, die auch schon auf Sterne oder Julius Caesar vorgekommen sind. Der Track ist definitiv gelungen, aber nicht auf einem Level mit den beiden gerade genannten Brettern. Textlich wird hier nicht gekleckert, sondern geklotzt. Shindy meint, dass Dreams das Album of the Year ist und er stellt sich auf eine Stufe mit Sido, Savage und Bushido. Der typische Rapper-Größen-Wahnsinn also, denn nichts, aber auch wirklich gar nichts davon stimmt. Besonders lustig fand ich Shindys Line 800 Euro Rucksack Keep It Real. Wer sich fragt, warum, sollte mal ein bisschen nach dem alles zerberstenden Inhalt der Deluxe-Album-Box googeln. Nach Lieblingslied und Venedig darf auch auf Dreams der obligatorische Sex-Song nicht fehlen und der kommt an dieser Stelle in Form des hochatmosphärischen Tracks Monogramm. Das Teil ist offensichtlich angelehnt an den Sound des Kanadiers The Weeknd, dessen Debütsingle Wicked Games ich immer noch für einen der besten Dosenöffner aller Zeiten halte. Nico Santos gibt in der Hook auch definitiv alles, um in die kosmischen Kopfstimmsphären von The Weeknd vorzudringen. Der Text ist hochexplizit, was manchmal ein wenig befremdlich wirkt, weil man es einfach von deutschsprachigem Hip-Hop so nicht wirklich gewohnt ist. Damit ist Shindy in diesem Bereich ganz weit vorne mit dabei und präsentiert mit Monogramm einen progressiven R&B und Deutschrap-Crossover, der sich vor den großen Ami-Vorbildern definitiv nicht verstecken muss. Und die Hook ist einfach mal wirklich Zucker, da hat Shindy nicht zu viel versprochen. Ich habe aufgrund der Laid-Back-Stimmung des Albums ja gar nicht mehr damit gerechnet, aber Zahlen ist dann doch noch ein richtig fetter, angriffslustiger Indie-Fresse-Rap auf einem Beat, der extrem nach vorne geht. Dieses Yeah-Yeah-Stilmittel am Ende von jeder Line finde ich extrem fett und ganz dem Titel entsprechend haut uns Shindy hier ein paar Zahlen um die Ohren, die sich gewaschen haben. So hat sich unter anderem Fuck Bitches Get Money inzwischen über 160.000 Mal verkauft. Auch die 30.000 Amazon-Boxen von Dreams, die im Vorverkauf an den Mann gebracht worden sind, mehr als beeindruckend. Der Track ist ein klares Highlight des Albums und geht nahtlos über in Lars Abi, einem kurzen Skit, in dem Lars Unlimited, der Shindy beim Songwriting zum Album unterstützte, noch ein paar sehr geile, selbstironische Lines abliefert. 31. Dezember gehört für mich in die gleiche Kategorie wie Me, Myself and I. Makellos ausproduzierte Schlaftablette, der man leicht den Stempel Lückenfüller aufdrücken könnte. Ex-Benedict war der letzte Song, der in der Albumentstehung fertiggestellt wurde. Das sagt Shindy nicht nur in den Lyrics, sondern zeigt sich auch an seiner Stimme, die hier besonders heiser und verraucht rüberkommt. So schlimm wie beispielsweise K1's Gequeecher auf seinem DMX-Feature Ride Till I Die ist es aber nicht und die Qualität des Songs leidet darunter kaum bis gar nicht. Ex-Benedict besitzt keine Hook, sondern stellt vielmehr eine Ansammlung von sehr versierten Lines dar, in denen Shindy noch einmal seinen aktuellen Lebensstil beschreibt und sich fragt, was diesen in Zukunft wohl noch toppen könnte. Kennt man so schon von Fuck Bitches Get Money, auf dem der meiner Meinung nach doch etwas bessere Track Steve Urkel dem gleichen Muster folgte. Damit endet Shindys drittes Album Dreams, welches wahrscheinlich von 99% der Deutschrap-Community mit Hochspannung erwartet wurde. Man muss zunächst einmal eingestehen, dass es sehr mutig von Shindy ist, sich trotz des überkrassen Erfolges von Fuck Bitches Get Money noch einmal quasi komplett neu zu erfinden und somit viele Fans erstmal vor den Kopf zu stoßen. Shindy hat sich von Drake abgewendet und scheint jetzt viel The Weeknd zu hören. Das Album ist sehr R&B-lastig, kommt sehr schleppend rüber und geht überhaupt nicht nach vorne. Die Singles spiegeln leider überhaupt nicht den Stil des Albums wider. Shindy kreiert mit seinem dritten Album Dreams den Soundtrack zu seinem Hotelzimmeralltag, den der Deutsch-Grieche höchstwahrscheinlich größtenteils im Halbschlaf im Bademantel verbringt. Und genau so klingt die Platte dann streckenweise auch, nach Halbschlaf. So sehr ich Shindy mag und so sehr ich seine ersten beiden Alben sowie Classic gefeiert habe, kann ich leider nicht anders als hier klar festzustellen, dass er sich auf Dreams irgendwie verzettelt hat. Echte Höhepunkte gibt es kaum, der Großteil der Songs ist auf einem guten, aber halt nicht Album of the Year würdigen Niveau. Vielleicht wäre es für das nächste Album ratsamer, sich nicht im Waldorf Astoria einzuquartieren, sondern in irgendeinem verransten Plattenbau unter einfachsten Bedingungen. Dann kommt vielleicht wieder so etwas wie Hunger nach Statussymbolen und Reichtum in Shindy auf. Denn Hunger hört man auf Dreams nicht wirklich heraus. Vielmehr klingt Shindy sehr satt und fast schon müde von all den Designer-Klamotten und Edelbitches und dadurch ist Dreams leider nicht das versprochene Album des Jahres, sondern das bisher schwächste Album von Shindy. Ich vergebe ganz, ganz knappe 7 von 10 Punkten.
Zu der ganzen Rucksack-Problematik der Deluxe-Box kann ich nur eins sagen. Deine Nächte im Ritz-Carlton und Waldorf Astoria haben dir deine Fans finanziert, lieber Shindy. Die dann mit einem China-Rucksack und einer DVD mit paar YouTube-Videos um 50 Euro ärmer zu machen, halte ich für einen heißen Anwärter für die Arschloch-Aktion des Jahres. Für einen Einblick in die Box verweise ich hier einfach mal auf das wie immer sehr unterhaltsame Unboxing-Video von meinem ostdeutschen Kameraden Adlersen Review. Link dazu in der Videobeschreibung. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch das Album gefallen hat. Lasst mich außerdem wissen, ob ihr auch zu den stolzen Besitzern des trendigen Fashion-Rucksacks aus der Deluxe-Box gehört und ob eure auch so schön wie Alufolie knirscht. Das war's von mir für heute. Bis zum nächsten Video. Lasst es euch gut gehen, meine Freunde.